Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe. Heute starten wir mit dem Blumen Cup. Und ich würde sagen, legen wir auch mal direkt los. Sammeln wir weitere erste Plätze und vor allem auch Goldpokale. Das heißt jetzt wieder, vollste Konzentration, wobei bei Mario Kart nichts besonders Schwieriges. Und wir starten hier mit Marios Piste. Eine Piste, die so geformt sein soll wie eine 8. Halt wegen Mario Kart 8 und so, ja. Wo man auf beiden Seiten unten und oben auf der Strecke fahren kann. Und heute fahren wir mit wahrscheinlich meiner Lieblingskombination hier in Mario Kart 8 Deluxe. Toad mit dem Roller, dem kleinen Reifen und den Wolken als Gleiter. Mit dieser Kombination fahre ich auch sehr gerne in 200 CCM Modus. Denn mit der kann ich halt einfach am besten fahren und ist halt wendig, hat einen super Drift. Vor allem eine sehr gute Beschleunigung. Was bei größerem Hubraum auch eher wichtig ist als das Tempo. Deshalb, dass sich auch hier gut für die 150 CCM eignet. Ah, das war ziemlich knapp gerade hier mit den Ballbällen und die sind gerade über der Ziellinie rübergeflogen, okay. Das sieht auch nicht alle Tage und... Ah, schade. Ich dachte, ich wäre genug weit links, um den zu treffen, aber... Dafür wurden wir jetzt gerade vom Blitz verschont. Okay, perfekt. Das heißt, wir haben einen sehr klaren Vorteil und können hier jeden überholen. So, das macht es natürlich viel einfacher. Sehr gut. Gut, was auch, wenn ich nicht ständig von roten Panzern abgeworfen werde. Ich meine, schon in der letzten Folge ist mir aufgefallen hier. Es kommen durchgehende blaue Panzer auf, aber von roten Panzern, die gab es anscheinend gerade im, keine Ahnung, Aldi im Angebot oder sowas. Auf jeden Fall war das auch wieder ziemlich knapp hier mit dem grünen Panzer. Ich frage mich, was mit den Computern los ist, aber auch die haben so ein Aim mit den grünen Panzern. Gefühl jedes zweite Mal treffen die ein. Und nee, ich dachte Waluigi wäre etwas näher, wobei Waluigi ist ziemlich weit hinten. Oder was nur auf diese Kreuzung, ach egal. Irgendwie dachte ich gerade, Waluigi wäre dicht an uns, aber ist auf jeden Fall nicht so, wenn ich so auf die Karte schaue. Naja, letzte Runde, letzte paar Meter und dann hätten wir es auch jetzt geschafft. Perfekt. Alles als in der letzten Folge jetzt auch mit dem ersten Platz angefangen. Was auf jeden Fall gut ist. So. Wo geht's weiter? Ah, stimmt, hier in Toads Hafenstadt. Gehört auch zu meinen Lieblingsstrecken hier in diesem Mario Kart hier. Ich meine, es ist dynamisch, es gefällt mir sehr, es ist schön. Und natürlich vor allem auch passend zu Toad. Oh, das war ein schöner Start. Ich hatte schon Angst, dass ich etwas zu früh A gedrückt habe. Aber es hat gepasst. Ah, das war aber ziemlich schlecht gefahren gerade. Ach komm. Als ob das jetzt auf mich ging. Ich dachte vielleicht du oder irgendjemand hinter uns, aber nein. Ich kann nicht fahren. Ich kann definitiv nicht fahren. Dann fahren wir mal hier entlang, nehmen wir mal hier die Kurve ganz eng. Um sehr viel Zeit und Strecke zu sparen, die wir hier fahren müssen. Okay, perfekt. Nein, ich hab doch den Stick nach unten gedrückt. Warum wirft er den nach vorne? Egal.
Ich weiß jetzt nicht, was das sein sollte, auf jeden Fall wollte der scheinbar nicht nach oben. Okay, wir fahren mal jetzt lieber hier unten entlang. Das ist etwas sicherer, halt mal eine größere Straße. Aber ja gut, machen wir direkt mal hier oben entlang fahren. Und perfekt, dass wir hier direkt bei diesem Booster da waren, bei diesem Turbo-Fell. Ich weiß nicht, wie heißen die, diese Turbo-Streifen halt. Ja, macht direkt ein Sauerpanzer. Ja, was soll man machen? Machen wir mal direkt dort nach links entlang. Ich denke, diese Strecke ist jetzt nicht irgendwie kürzer oder länger als die andere. Vielleicht fast in die Straßenbahn reingefahren, wäre nicht so gut gewesen, aber zum Glück noch abgebremst. Vielleicht schaffen wir es auch mal hier oben zu bleiben. Ja, schon so eher. Eher aber nicht ganz so, wie ich es im Kopf hatte, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Leider auch in die Wand gefahren. Hey. Gerade läuft überhaupt nicht. Fahre ich selbst in 200 besser. Boah, auch gerade so an der Straßenbahn vorbei. Aber mir fällt gerade auch erst auf, dass irgendwie jede Straßenbahn irgendwie, naja, das Logo, sag ich mal, von einem anderen Charakter hat. Eben hat man noch Luigi gesehen. Ne, hier ist Luigi. Auf jeden Fall Wario. Interessant. Es scheint wohl auch hier für die Segelboote zu gelten. Interessant. Nun geht's weiter hier in der Gruselwusel-Villa. Es sind mir ein bisschen viele Geister hier. Wo ist Luigi mit seinem Schreck weg? Auf jeden Fall hier dieser Start ist immer interessant irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie immer interessant. Irgendwie komisch auch. Aber, was man vielleicht nicht direkt bemerkt, aber wir sind tatsächlich jetzt gerade hier an der Wand. Und jetzt sogar auf der Decke, auf dem Kopf halt. Also es ist auch immer irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen, wo man genau gerade ist, wenn hier die ganze Zeit die dieser Gravitationsstreifen hier überall in der Wand ist und so. Wenn man sich so vorstellt, dass man die ganze Zeit so auf der Wand fährt, man bemerkt es halt eigentlich gar nicht so, aber ja, so ist das halt. Warum fahre ich auch heute schon die ganze Zeit in irgendwelche Bananen rein? Naja, egal. Wir sind immer noch auf dem ersten Platz, deshalb passt das noch. So. Okay, gut durchgekommen. Nein, auf dem ersten Platz doch nicht, bitte. Kein Blitz auf dem ersten Platz, denn das könnte nicht gut enden. Naja, fallen wir hier nach links. Und so. Wenn man einen Pilz hätte, könnte man auch hier links diese Abkürzung nehmen, aber ich habe keinen Pilz, sondern nur diese Superhorn, keine Ahnung, wie das Item nochmal genau hieß. Ey, diese Computer aber auch letzte Zeit, wie ich schon meinte, die wollen irgendwie was von mir. Die gehen echt nur auf mich hier mit deren grünen Panzer, Boomerang, alles. Mal hier eine Bombe da hinten. Kann sich jemand freuen. Nehmen wir mal hier den unteren Weg. Kann man hier auf jeden Fall schön driften. Genau. Perfekt. Naja, eigentlich muss man nicht die ganzen Items, so wie ich es gerade getan habe,
eigentlich immer tue, halt noch einsetzen kurz vorm Ende. Aber ich tue es halt immer, weil wenn man jetzt zum Beispiel online spielt oder mit irgendwelchen Kumpels, Kollegen, Freunden, lokal, Splitscreen, dann kann man ja noch irgendjemanden richtig nerven damit, wenn man Items kurz vor der Ziellinie noch absetzt. Oh ne, das wollte ich jetzt nicht überspringen, aber Shy Guys Wasserfälle. Das merkt man zwar nicht direkt, aber selbst der Hintergrund, das was man im Hintergrund sieht, ist selbst auf die Strecke. Das ist auf jeden Fall eine riesige Strecke hier, die vor allem auch sehr schön aussieht. Ich dachte gerade, dass wir da auf mich gehen, aber zum Glück nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar nichts, um mich hier zu verteidigen. Das wäre doch unfair. Ja, ein Pilz. Mit dem Pilz könnte man auch super abkürzen, direkt. Ich nehme mal hier den unteren Weg. Dann ist einfacher. Die Abkürzung zu nehmen, die ist nämlich direkt hier bei diesen zwei Steinposten. Ja. Diese zwei Steinschachen, die gerade aus dem Boden da waren. In dem Moment, als der blaue Panzer kam, war scheinbar der Cooper vorne. Weshalb der dann, als wir den überholt haben, nicht auf uns ging, der blaue Panzer. Er ist ja perfekt. Das heißt, wir haben ja uns jetzt damit einen guten Vorsprung hier gesichert. Ja, das ist ja mega. Ja, perfekt so. Ja, da haben wir ja keinen Grund zur Sorge mehr. Diese Banane da, ich weiß nicht, war ich das, der hier hingelegt hat? Auf jeden Fall ist sie ziemlich gemein platziert. Ich meine, durch diesen Wasserfall, durch das Wasser dort, kann man ihn halt gar nicht so richtig sehen. Ey. Euer Spiel hat's aber auch mit Blitzen. Irgendwie jede zweite Runde oder so kommt ein neuer Blitz. Was ich mir mal so wünschen würde, wäre halt so eine Runde, so eine wenn ich mal so eine komplette Strecke komplett ohne irgendwelche Probleme fahren könnte, ohne dass irgendwelche Items auf mich geworfen werden oder mich zumindest nicht treffen halt. Ohne irgendwelche Blitze oder irgendwie sowas halt einfach mal durchfahren. Aber leider ist es in Mario Kart ziemlich schwierig und eher unmöglich. Sehr, sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall. Egal. Es funktioniert schon. Der erste Platz ist und bleibt dein erster Platz. Wie? War das schon die letzte Strecke von Blumenkopf? Das kam mir ja gar nicht so vor, als ob es so schnell vorbeiging. Nun, ja gut, also, wenn das jetzt der Blumencup gewesen ist, hier sieht man wieder die Highlights. Wenn das jetzt hier wieder der Blumencup gewesen ist, dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall hier im nächsten Cup dann. Schauen uns das hier noch zu ändern mit den Highlights und alles. So hätte es eigentlich auch schon letzte Folge aussehen sollen. Alles einsen. Alles nur erster Platz, aber ja, leider nicht. Ja, hier ist der Blumenpokal in schönem Gold. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Mario Kart 8 Deluxe, wenn wir uns dann direkt den nächsten Cup vornehmen. Ich würde sagen, bis dahin, ciao.